Oh, was ist mit mir? Oh, schau's da vor! Der Reiz des Verbotenen. Ich bin mir sicher, es gibt hunderte Frauen, die gerade in diesem Moment das unwiderstehliche Verlangen hegen, mit einem Pfarrer ins Bett zu gehen. Ja, oder mit zwei. Fünf Freunde, dasselbe Schicksal und eine grandiose Idee. In Werthofen geht's bald etwas wilder zu. So schlimm ist es dann aber doch nicht. Denn es geht dabei um das neue Theaterstück der Volksbühne Werthofen. Diese gibt es bereits seit 1950 und ist laut Obmann Alexander Ries Tradition. Erstens wäre Tradition, uns gibt es seit 1950, ja, wo wir schon durchgehend spielen. Und berühmt sind wir eigentlich durch unsere Schlosshofspiele, aber ebenso durch unsere Komödien, jetzt, die wir im Herbst immer aufführen, so wie jetzt die Ladies Night. Das aktuelle Stück heißt Ladies Night und ist ein extravagantes und etwas gewagteres Stück. Wir haben uns dann gefragt, um was es darin überhaupt geht. Es geht darum, dass fünf arbeitslose Mostviertler sich überleben, sie brauchen ein Geld. Wie kommen schnell ein Geld? Und dann sehen sie auf einmal die Chippendales, dass die auftreten und richtig viel Geld verdienen, mit ein bisschen ausziehen. Und dann haben sie diese fünf wunderbaren Gestalten gedacht, na, das machen wir auch. Und so ist das Stück dann eigentlich. Es sind jetzt die letzten Bier, die ich für euch aufschreibe. Die Zielgruppe ist trotz des eher frauenfokussierten Stücks sehr breit gefächert und laut den Schauspielern ist für jeden was dabei. Ich denke mal, lustig ist für jeden zum Anschauen, also da ist sicher für jeden was dabei. Es geht ja prinzipiell auch darum, dass der Otto-Normalverbraucher zum Strippen anfängt und nicht irgendwie der klassische Chippendale, dann war es ja leicht, sondern dass sie auch vielleicht jeder Mann mehr oder weniger vielleicht wiederfinden kann, dass er dann doch noch einmal draufkommt, auch was anderes zu machen. Also drum, also für alle Geschlechter geeignet. Tata! Ja, schau! Aha, so! Das wird die Häsinnen aber geil machen. Doch das Schauspielern war nicht der einzige große Punkt bei den Proben. Auch das Tanzen und die Choreografien waren ein wichtiger Bestandteil. Es ist wirklich ein sehr spezielles Stück, vor allem für die Darsteller, weil die wirklich jede Probe nicht nur mit Schauspiel, sondern auch mit Choreografie und Tanz sich beschäftigen mussten. Also es war sehr, sehr anstrengend. Für die Herren, auch für die Dame, die Niki, die uns ja die Choreografie gemacht hat. Herausforderungen für die Darsteller gibt es viele. Es ist nicht so leicht, sich vor Publikum auszuziehen. Es ist nicht so leicht zu tanzen, wenn man das nicht gewohnt ist oder trainiert hat schon vorher. Und also es sind sehr viele Aspekte darin, die die Schauspieler herausfordern. Christoph Hagen spielt den Ideengeber und hat uns dann erzählt, ob die wenigen Kleidungsstücke für ihn eine Herausforderung waren. Ja, man ist in der Rolle. Also gerade mit meinem Beruf da in Werthofen, Lehrer am Gymnasium, sind schon die ersten Schulklassen angemeldet, die auch zuschauen kommen. Also da muss man einfach drüber stehen und sagen, das ist Theater und das passt schon so. Das Stück wird erst ab einem Alter von 12 Jahren empfohlen, da es möglicherweise zu der ein oder anderen fast nackten Tatsache kommen könnte. Wir sind schon sehr gespannt, wie das Theaterstück bei den Zusehern und Zuseherinnen ankommen wird.